Ach, da ist er mit dem Fahrrad. Sei gegrüßt, Monsieur. Suchst du was Bestimmtes? Ich weiß noch nicht. Sei ich noch mal Darf kurz. Ich mir mal deine Waren ansehen? Wow. Aber viel Kohle hat er. Das heißt, ich kann die Sachen verticken. So, ist schon mal etwas. Und das und das und Dalie. Dalie. Fenet, der war ja ganz, das war ja ganz gut. Das Schwertchen, aber das behalten wir. Das behalten wir einfach. So. Ich gehe mal kurz. Ne, der kann mir sonst nichts machen. Was hat der? Hier. So. Ja. Schön viel Gold. Verziertes Schwert. Fistech. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Tafelsilber. Goldener Becher. Irgendwas. Silbertablett. Silbernes Kästchen. Goldenes Kästchen. Kupferbecher. Also. Nein, 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 nein. Bist du doof? Was? Bis dann. Was? Rollige Katze oder was? Hier. Ja, und Schweine können fliegen. Tatsächlich. Schöne Musik. Schöne Musik. Gut, wir gehen gleich hier hin. Ich mache aber mal ganz kurz einen kleinen Cut. Geht gleich weiter. Mal gucken, wie ich, je nachdem, wie ich schneide, entweder sofort oder in der nächsten Folge. Bis dahin. Danke fürs Zusehen. Gehabt dich wohl. Tschö mit Ö. So, und da sind wir auch wieder zurück bei The Witcher 3 Blood and Wine und ich bin immer noch in der Taverne. Sie haben aufgehört zu spielen. Schade. Ich dachte, ich könnte mit so einem schönen Lied wieder anfangen. Aber nein, dem ist nicht so. Rufe ich plötzlich herbei oder gehe ich jetzt... Oh, ich könnte auch direkt dahin gehen. Obwohl, ich wollte mich immer... Ja, das mag sein mit der Ladung Trauben. Ich habe ja auch sehr schöne, leichte Schwerter. Oh, na,
Hier hatte ich mich schon so weit umgeguckt. Glaub ich. Okay, ich gehe trotzdem nochmal auf die Karte. Genau, hier ist das Tufo-Weingut. Da werden wir uns mal kurz hinbegeben. Der Auftrag, der direkt in der Nähe war. Verdammt, jetzt legt mein kaputtes Bein wieder los. Du erschreckst meine Kinder. Was? So, hier war noch ein Fragezeichen. Da. Was ist denn da los? Mich täuschst du nicht, Hexer. Ich sehe, dass du ein Mörder bist. Hm? Hier drunter? Mich täuschst du nicht, Hexer. Ich sehe, dass du ein Mörder bist. Dein Sieg beim Windturnier war bloß Anfang. Der redet nicht mit mir. Okay. Wo ist die Tür? Komisch. Nicht da rein. Also scheinbar muss es hier unterirdisch weitergehen. Katakomben. So ist in der Art. Noch so ein schmutziger Kerl. Die Leute sagen, der Storch blickt die Kinder. Ja, was gibt's denn? Wozu ruft man wohl einen Hexer, hm? Um den neuesten Hoftratsch zu erfahren? Ich habe ein Monsterproblem. Ja, man wird nicht so spitz. Du hast den Auftrag ausgehängt? Dann spuck's aus. Was ist Sache? Na, na, na. Zunächst, werter Hexer, gilt es, die Grundregeln zu etablieren. Angesichts der stattlichen Diskrepanz unseres jeweiligen sozialen Status muss ich dich ob deines vertraulichen Tonfalls tadeln. Ich erwarte Hochachtung. Ich erwarte, dass du mich mit Herr ansprichst. Oder noch besser als Monsieur de Bourbeau. Pass mal auf, Monsieur de Popel. Ich kann dir gleich mal den Arsch aufreißen. Hör mal, Kumpel. Die Diskrepanz zwischen uns ist riesig. Aber da spielt der Status keine Rolle. Sondern die Tatsache, dass ich zwei Schwerter auf dem Rücken trage. Und du keins. Also red ich dich an, wie ich will. Wenn dir das nicht passt, dann löst dein Monsterproblem selbst. Solch Impertinenz! Ich werde bei deiner Gilde Beschwerde einlegen. Mhm. Schick sie an den Kundendienst in Kaer Morhen, Kaedwen. Was? Und jetzt rede, bevor ich es mir überlege und verschwinde. Na, Nordlinge und Manieren. Nun gut, bringen wir es hinter uns. Irgendetwas hat mein Weingut befallen. Klarer Fall für mein Irgendetwas-Öl. Bitte, wie meinen? Ich brauche mehr Informationen. Wo wurde dieses Irgendetwas gesehen? Gibt es Zeugen, Leichen zu untersuchen? Da liegt der Hase im Pfeffer. Niemand hat die Bestie gesehen. Wir hören nur so ein seltsames Kratzen und Kreischen. Es gibt auch keine Leichen. Die Leute verschwinden einfach spurlos. Aha. Diese Geräusche, wo kommen die her? Tja, von überall her. Oh Gott. Aber im Weinkeller hört man sie am deutlichsten. Ist wahr. Dann dürfte das Monster unterirdisch hausen. Wann ist es am lautesten? Nachts. Wie vor Jahren, als die Häuser bebten. Darum wollte sich auch ein Experte kümmern, aber der verschwand auf Nimmerwiedersehen. So, so.
Wer ist denn verschwunden, wenn ich fragen darf? Zuletzt irgendein Knecht, glaube ich. Und erinnerst du dich trotz der stattlichen Diskrepanz eures jeweiligen sozialen Status vielleicht an seinen Namen? Nein, da musst du meine Frau fragen. Die ist mit den Hausgehilfen besser bekannt. Leider ist sie gerade auf Besuch bei ihrer Mutter, aber sie müsste bald zurückkehren. Wow. Tja, das reicht ja dann wohl mit den Fragen. Nun sag mir, ob du den Auftrag annimmst oder nicht. Also bei dir, du Flöte, will ich gut bezahlt werden. Von welcher Belohnung reden wir? So, du stattlicher Hengst, du hast ja dann auch bestimmt stattlich Kohle. Lass mal rüber juckeln. Also bitte, sei doch vernünftig. Ja, ich finde das sehr vernünftig. Ja, komm. Ach komm, 599. Also bitte, sei doch vernünftig. Willst du mich verarschen, du Penner? Das muss ich wohl als Verlust verbuchen. Na schön. Was eine Flöte. Na schön, ich übernehme. Muss mich erstmal hier umsehen. Und dann mit Madame de Bourbeau sprechen. Wunderbar. Ich werde dich umgehend über ihre Rückkehr unterrichten. Hier ist unterdessen der Kellerschlüssel. Doch bitte, was immer du tust, bleib von den Weinfässern weg. Madame de Bourbeau, ja, ist ja gut, du. Mir zittern die Hände. Komischer Penner. Ich kann nicht mal das Werkzeug halten. Man sauf nicht so viel. Oh, wir gucken mal rein. Es ist so leise. Das Monster ist wohl nachtaktiv. Ich muss warten, bis es dunkel ist. Ja, toll. Bestandsübersicht. Ja, ich bleib von dem Wein weg. Ich sammle nur, was mir vor die Füße fällt. So, was haben wir hier? Arbeitsplan des Tufo-Weinguts. In der letzten Woche war ich gezwungen, drei Arbeiter zu Aufräumarbeiten nach den seltsamen Erdstößen abzustellen, was die Arbeit in den Weinbergen wiederum sehr verlangsamt hat. Sophie bleibt nach wie vor in Gefangenschaft, was? Und kann einige Zeit lang nicht arbeiten und später wird sie durch das Kind nur eingeschränkt einsatzbereit sein. In Gefangenschaft? Jean-Luc ist heute nicht einmal zur Arbeit erschienen, ohne Vorwarnung und Entschuldigung. Wenn er wieder auftaucht, werde ich ein ernsthaftes Wort mit ihm reden. Bobo. Noch ein paar Floren, sag mal. Sehr groß ist das auch nicht. Jetzt muss ich auch noch bis nachts hier rumhängen. Dann wollen wir uns mal umsehen. Ach, auf einmal gucken. Kaputte Teller. Irgendwie sind die vom Regal geflogen. Oder sie wurden runtergeworfen. Was zum... Das hört sich hier nach so einem... wie sind die Viecher nochmal, die sich da rollen, die ich auch in der Arena Platz gemacht habe? Ich komme gerade nicht drauf. Ein Tunnel? Weißt du, was ich meine? Wie hießen die nochmal? Ich komme jetzt nicht drauf. Schon besser.
Ja. Kikimoras. Die machen nicht so einen Krach, oder? Bin nicht so sicher. Ja, die waren es scheinbar nicht. Okay, jetzt wieder hier hoch. Muss ich wohl. Was? Das ist es aber auch nicht. Was jetzt, du Stück Dreck? Was? Jetzt was? Was soll das hier? Ich hatte wieder nicht schlagen wollen. Durchbrechen können. Verdammt, es entkommt. Was? Wer entkommt? Ey, ich krieg's kotzen! Das funktioniert wieder nicht. Boah. Das wird ja immer spannender. Ey, sag mal. Was ist das denn nur für ein Mist, wenn das mit der Klinge nicht funktioniert? Ich raff es nicht. Zwischendurch kann ich einfach nicht mehr mit linker Maustaste schlagen. Ich weiß nicht, was ich hier... Ich muss mich irgendwie verdrücken oder so. Das war keine Kikimora. Diese Tunnel müssen von größeren Wesen gegraben worden sein. Mit schweren, breiten Klauen. Kikimora-Eier. Ich muss sie zerstören, bevor sie schlüpfen und durch die Weinberge ziehen. Ist ja nicht das Problem. Noch mehr? Das war keine Kikimora. Diese Tunnel müssen von größeren Wesen gegraben worden sein. Mit schweren, breiten Klauen. Kaputte Kikimora-Eier. Da hat sich jemand satt gefressen. Ich schlafe noch mal eine Stunde. So, wo geht's weiter? Hier, ne? Das letzte. Wasser sprudelt. Ein unterirdischer Bachlauf?
Das Monster, das ich suche, lebt unterirdisch, gräbt Tunnel und frisst Kikimoras. Und es ist sehr, sehr groß. Hier erfahre ich nichts mehr. Ich sollte wieder nach... Jetzt soll ich wieder nach oben und ich bin noch nicht an das Fragezeichen gekommen. Ging's ja nicht noch weiter? Nee. Komm ich hier nirgendwo mehr hin? Keine Ahnung. Wer? Ah. Mon Dieu! Was soll denn das bedeuten? Ich bezahle dich fürs Monster töten, nicht dafür, dass du mein Eigentum demolierst. Dein Eigentum fällt von selbst in Stücke, so untertunnelt, wie es ist. Ich würde die Tunnel lieber auffüllen, bevor das Haus einstürzt. Tunnel? Putz mir einer die Perücke. Ja, ich wasche dir durch den Kopf. Sie wurden gegraben, und zwar von großen Kreaturen. Ein paar Kikimoras habe ich auch getötet und ihre Eier zerstört. Lassen wir es als kleinen Gefallen durchgehen. Kostet nicht viel. Kikimura-Eier? Ja, natürlich. Gut gemacht. Das soll entlohnt werden. Ui, Stufe 50. Madame de Bourbeau, nehme ich an. Ich wüsste gerne mehr über den verschwundenen Knecht. Jean-Luc? Tja, also, Jean-Luc. Wir wollten die heurigen Setzlinge inspizieren, weil sie angefressen wurden. Dann hörten wir diese eigenartigen Geräusche. Jean-Luc ging rekognoszieren und kehrte nicht wieder. Ja, alles klar. Es war wohl dein kleiner Liebhaber. Also zumindest stellt sie sich so an. Hat er irgendwelche besonderen Merkmale? Nun ja, er hatte einen großen Schwengel zwischen den Beinen. Madame, könntest du mir Jean-Luc beschreiben? Groß, ausgesprochen gut gebaut. Mhm. Rabenschwarzes Haar. Ich wusste es doch. Nimm dich bitte zusammen, meine Liebe. Bauern sind immer gut gebaut. Schließlich arbeiten sie den ganzen Tag auf dem Feld. Er will von Narben, Geburtsmalen und derlei wissen. Nein, aber er trug einen Anhänger um den Hals. Aus Silber. Silberschmuck? An einem Knecht? Das war wohl ein Geschenk. Das hat er jedenfalls gesagt. Oh, das ist besser als nichts. Was säumst du hier dann noch? An die Arbeit. Aber was? Alter, der Typ, ne? Bitte, finde Jean-Luc. Vielleicht können wir die Tunnel zu einer Erweiterung des Kellers nutzen. Okay. Wo muss ich jetzt hin? Patrouille auf nüchternen Magen. Oh, grauenhaft. Ah, jetzt vielleicht? Nö. Andere Stelle. Tagediebe, Halunken, sich versöhnen? Schön und gut. Aber zusammen Wein herstellen, das ist ja was ganz. Monster sind dein Steckenpferd. Frauen, meins. Das sieht nicht gut aus. Das Brot ist hart.
Es liegt schon eine Weile hier. Hier wurde die Decke ausgelegt. Mhm. Kleines Picknick. Fußspuren. Zwei Paar. Das wird ja immer interessanter. Hä? Hier teilen sich die Spuren. Die Frau ist umgekehrt, der Mann weitergegangen. Ja, was, wie? Bin ich jetzt auf dem richtigen Hier Weg? Hier endet die Spur. Offenbar ist sie zum Anwesen zurückgegangen. Ach so. Okay, wir nehmen die andere Spur. Hier führen die Fußspuren hin. Sehe ich. Sekunde mal. Hier ist was durchgelaufen. Ein Riesenvieh mit schwerem Schwanz. Klauenspuren. Gerade und stumpf. Ideal zum Graben. Hm. Umgeknickte Bäume. Sieht aus, als wären sie plattgewalzt worden. Ein Glumar also. Naja, nur Glumar. Die buddeln solche Tunnel und bewegen sich sofort. Genau, den meinte ich doch. Ein Glumar. Meine Güte, ich kam nicht drauf. Den hatten wir ja auch in der Arena, wo er sich da rumgerollt hat. Lange, tiefe Spuren. Ja, wo ist er? Jean-Luc, finden wir den noch an einem Stück? Die Spur führt zu dieser Höhle. Ich bezweifle es. Und? Ah. Warnung. In dieser Gegend sind Gebäude eingestürzt, weil der Monster alles untergraben hat. Ich weiß noch nicht welches. Kommt mir nicht nach und entfernt meine Symbole nicht von den Wänden. Ich brauche sie zum Rückweg, für den Rückweg. Ach, das ist bestimmt der... Er hat das Symbol seiner Schule an der Wand hinterlassen. Clever. Ich sollte nach weiteren Symbolen suchen. Was ist der Typ? Was hat er gesagt? Naja, auf jeden Fall der da. Ja, der nach den Geräuschen gucken sollte. Wer es war. Warum das? Nee. Ich weiß nicht mehr. Mein Kurzzeitgedächtnis lässt schon wieder nach. Ich weiß nicht, was wir gesagt haben. Komm mal. Achso, das sind hier. Ja, gut. Hamas? Hamas. Sehr schön. So. Sehr viele schöne Sachen. Silberringe und alles Mögliche. Klauenspuren. Gerade und stumpf. Hatten wir doch schon. Ideal zum Graben. Hm. Noch mehr. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Mal sehen, wo die hinführen. Ja. Geh doch mal vorbei, danke.
ist nahe. Komm schon.